man das schön sieht. Fuck, wir haben keine Kohle. Ich werde schon welche finden. Wir finden Kohle einfach, dann ist okay. Bin schon wieder so unausgerüstet. Autsch. Na, komm. So. Ach ja, das hatten wir hier zugebaut, weil da Viecher sein könnten, ne? Oh! Guck! Na? Boah! Nicht hochgehen! Nee! Nein! Boah, scheiße! So. Ach, noch einer! Guck! Ich sollte mal ein bisschen laufen. Hörst du auf mit den Zischgeräuschen? Scheißvieh. So, ich bräuchte trotzdem Kohle. Ja, ich bräuchte ganz dringend Kohle. Wir holen uns kurz Kohle. Ohne Kohle geht das jetzt gar nichts, weil ich kann jetzt hier aktuell keine Fackeln bauen. Und ohne Fackeln kann ich hier nicht reingehen. Das ist purer Suizid. Ja, ich könnte euch jetzt sagen, ich habe einen Flymo drin, aber ich kann euch so viel sagen, den werde ich nicht benutzen im Let's Play. Ne. Den lasse ich jetzt schön raus. Den habe ich jetzt mir erst wieder reingemacht, um im Let's Show ein bisschen leichter was zu bauen, weil manchmal das Ganze hochstacken, das geht mir auch manchmal übelst auf den Piss, weil da baue ich ein paar größere Sachen und sowas, was man im Let's Play halt nicht bauen kann, weil das zieht ein bisschen viel auf sich. Ich baue so ein paar Aufzüge und alle möglichen Scheiße wie Redstone und Gedöns, wenn man dann dort rundfliegt, hat man nach einer Zeit auch keinen Bock mehr. Eine Creative Mode will ich ja dann auch nicht verwenden, weil das ist ja auch wieder scheiße, weil dann gehen die Items ja nicht weg. Ja, mit Too Many Items kann man ja den Creative Mode einschalten. Den Too Many Items habe ich aber auch nur bei der 05B da, bei diesem Snapshot installiert. Den habe ich hier nicht drin. Weil den brauche ich ja auch nicht, weil mit der Version spiele ich ja nur Let's Play. Und ab und an in der Showwelt, wenn ich halt mal gute Grafik brauche. So, jetzt brauchen wir mal ganz kurz Kohle. Haben wir hier noch welche drin? 4 Kohle, ja, das ist schön. Und ein paar Sticks haben wir auch noch. Dann nehmen wir die auch mit. 8 Sticks, 4 Kohle. Dann brauchen wir nochmal 4. Ne, so. Ja, das Keystone und so nehmen wir später raus. Das kann ich auch weiterbauen, wenn es Nacht ist. Da brauche ich jetzt nicht den Tag für nutzen. So, und dann gehen wir jetzt mal flott da runter, um noch ein bisschen zu erkunden. Kann ich irgendwo ins Wasser springen? Natürlich, warte. Ich hoffe, ich überlebe das jetzt. Ja, wir überleben das. Schön. So. Ich habe eine Abkürzung gefunden. Wir brauchen gar keine Brücke. Wir springen einfach hier runter. Klar, ist auf dem Rückweg ein bisschen umständlich, aber hey. So. So, hier war das Loch. Dann gehen wir mal rein. Gucken wir, ob sich da schon wieder ein freundlicher Gesell wieder angekündigt hat. Und wieder Hallöchen sagen möchte. Weiß ja. Ach, da oben habe ich ja schon ausgeleuchtet. Gut. Ich auf jeden Fall immer wieder Schritte. Das mag ich gar nicht. Ja, ist hier was? Ach, guck mal, da unten. Ja, wir haben ein Minensystem gefunden. Da, seht ihr, da. Da sind diese Zäune. Jo, wir haben eine Mine. Das ist positive Seiten, weil es hier verdammt viele Rohstoffe geben wird. Aber auch negative, weil es hier verdammt viele. Ich hab hier gerade auch einen Enderman gehört. Dieses komische. Ja, hier ist ein Enderman. Nice. Ich hole jetzt erstmal kurz das Eisen hier weg. Ich denke mal nicht, dass uns jetzt gleich mal hier was... wo war das Eisen denn jetzt schon wieder? Wo war's denn? Wo war's denn? Ich hab's doch gerade gesehen. Eisen. Hä? Ja, wo ist denn jetzt... Ups, falsche Richtung. Ach, da ist das Eisen. Jetzt habe ich's wieder gefunden. Das hätte ich schon ganz gerne. Da reißen wir das hier mal ein bisschen auf, damit wir hier mal ein bisschen mehr Sicht haben auf irgendwelche Viecher, die rumlungern. Weil ich brauch... Okay, ich sehe ihn schon. Einfach nicht angucken, dann passiert da gar nichts. Er tut uns da nichts, hoffe ich mal. Ich habe noch nie groß mit Enderman gespielt. So, hier ist nix, gut.
Na, wo bist denn du, Kleiner? Okay, da. Wie mache ich das jetzt? Ich kann ihn noch nicht anstarren. Hüt. Lass ihn nicht stören von mir, ne? Gut, dann ist okay. Oh. Zombie, aber nicht gut. Hi, na? Das will ich riskieren. Komm, stirb, du Scheißvieh! So. Uhaha. So. Das war's wert. Weil er stört gerade ein bisschen und die ganze Zeit um ihn herum zu gucken, habe ich jetzt auch keinen Bock zu. So. Enderman weg. Sorgen. Gar keine. Zwar wenig Eis jetzt hier drin gefunden, aber die Mine geht ja sicher irgendwo noch weiter. So klein sind die nicht. Wenn, ist sie vielleicht hinter der Wand jetzt noch weiter versteckt, aber da finden wir schon was. Und weiter oben ging es ja auch noch hoch. So, nehmen wir erstmal die ganze Kohle mit. Und ich hoffe, es ist nicht Nacht, wenn wir hier rauskommen, weil es wäre sehr scheiße, ehrlich gesagt, zu sein. Boah, ich habe mich gerade erschrocken, weil mein Fernseher, ich habe den Fernseher nebenbei noch an, aber weil ich zu mir nicht lange nicht aufnehme, als ich ihn jetzt ausschalten könnte. Ja, voll Stromverschwendung, ich weiß, aber pff, ist ja nicht mein Geld. Entschuldigung. Wenn das meine Eltern hören würden. Na, 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 na. Der ein. Ah, da oben geht's ja noch weiter, stimmt. Oh, jetzt habe ich gerade Feuereinbrüche. So. Hat sich das Spiel jetzt wieder? Danke. Ja, jetzt haben wir es wieder. Das ist schön. Oder auch nicht. Was soll ich von einer großen Kieswand halten? Es ruckelt. Es ruckelt. Warum auch immer es das tut. Hallo. Oh, Spiel. Oh, da ist auch ein Skelett. Oh, komm. Jetzt auf damit. Ich will mal ganz kurz gucken, wo daran das liegt und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis. So, da bin ich wieder zurück. Mal kurz mal so eine Schnelldefragmentierung gemacht. Weil ihr. Mein Pro-Piz. What the fuck ist das denn hier? Mein PC-Problem ist halt, ich habe eine lang, extrem lange Festplatte, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich mein PC zusammengebaut habe, waren Festplatten halt noch shit. Oh. Na geil, da kann ich eh rausgehen ohne spitze Hacke. Da ist einer. Skelett. Naja, dann gucken wir uns später um. Aber ich könnte mir Pfeil und Bogen mal kurz hier mitnehmen, weil da hier gibt's. Komm, Pfeil runter. Hier gibt es nämlich Spinnweben, daraus kann ich mir dann Pfeil und Bogen bauen. Das wäre schon gar nicht mehr so unpraktisch. Autsch! So, sollte glaube ich reichen, damit wir Pfeil und Bogen bauen können. So, dann gehen wir jetzt mal raus wieder. Und ja, dann gucken wir uns das mal jetzt mit Spitzhacke. Ja, hallo Zombie, irgendwo ist hier einer. Das ist jetzt ganz unpraktisch. So. Ja, auf jeden Fall, mein PC hat eine extrem langsame Festplatte. Ist zwar 500 GB groß, auch recht klein, also. Okay, das ist auch noch ein Zombie, nett. Ja, auf jeden Fall habe ich das Problem, dass die, na, wenn sie ein bisschen zugemüllt ist, extrem langsam wird. Das ist auch beim normalen PC der Fall. Aber bei größeren Festplatten, bei schnelleren Festplatten hat man halt mehr diesen Cache. Und der sorgt halt dafür, dass man jetzt hier hoffentlich nicht angegriffen wird. Nee, dass man eben mehr im Speicher der Festplatte haben kann, also was noch im Hintergrund ist, wie temporäre Dateien, allen möglichen fragmentierte Dateien, also die so aus weit auseinander sind, ohne dass die Festplatte Probleme damit hat. Und meine hat einen sehr extrem kleinen Cache oder Catch, wie auch immer das heißt. Und das Problem ist halt, dass wenn ich jetzt mal 3, 4 Stunden aufgenommen habe, danach muss ich die Festplatte fragmentieren, weil sonst, wie gerade was passiert, FreeApps kann nicht mehr laufen, weil das Laden der Dateien von der Festplatte und das Schreiben auf Festplatte einfach so viel Cache oder sowas beansprucht, dass die Festplatte halt nicht mehr daherkommt und deswegen FreeApps laggt, weil es eben nicht mehr schreiben kann in dem Tempo mit 30 FPS. Und das ist natürlich dann scheiße. Deswegen wird es bei mir bald eine neue geben. Das ist einfach so, weil ich komme mit der kann ich einfach nicht weiter gut aufnehmen. Zumindest nicht so, wie ich das gerne hätte. So, dann gehen wir jetzt erstmal kurz pennen und bauen uns dann mal einen Bogen. Uah. So, um da eben später das Skelett da mal abzuräumen, weil das stört mich da ein bisschen, der kleine Kollege, ne? So, erstmal holen wir kurz mal den Stein raus und bauen mal unseren Boden hier noch fertig, 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 ne? Ja, Mai, so. So.
Ich hoffe mal, draußen ist mal langsam so wieder ein bisschen Getreide fertig, weil wäre ja nicht ganz so schlecht. Es brauchen wir jetzt auf jeden Fall genügend, wenn wir in die Höhle gehen. Ups, das war das Falsche. Breche ich gleich noch kurz das Eisen den ein. Hey, hey, wir haben ja richtig viel gefunden. Aber die Höhle ist ja noch größer, deswegen. So. Ja, das sieht doch bisher ganz gut aus. Ich glaube, das mache ich hier mit Holzrahmen, oder? Haben wir noch Holz dabei? Ja, wir haben noch Holz dabei. Warum leuchtet das? Warte mal. Warum hat das gerade so übelst geleuchtet, Alter? Ist voll die verstrahlte Umgebung hier. Ich brauche erstmal eine neue spitze Hacke. Oh, hör auf zu laggen hier. Ja, meine Maus ist leer, das ist das Problem. Ja, ja, nur Fails und alles in Aufnahme ist schon krank. Wir machen uns erstmal ein paar Stickies. Ich, Mann, Maus, komm jetzt hier, danke. Baue mir jetzt erstmal kurz eine spitze Hacke aus Eisen diesmal. Wir bauen jetzt natürlich auch noch eine aus Stein, weil so viel Eisen haben wir jetzt auch nicht, als dass wir die dauerhaft benutzen. Nur falls wir mal irgendwie super Rohstoffe finden und ein bisschen schneller bauen wollen, benutze ich die halt. Und wir bauen uns, ich brauche jetzt mal kurz noch wieder einen Stick, ein Eisenschwert, weil wenn wir jetzt hier schon, ne, das hält ja wenigstens auch mal ein bisschen länger aus. Ups, ne, so.